jedenfalls Europa Universalis 3. Ist meiner Meinung nach eins der besten Strategiespiele überhaupt. Natürlich ist mir schon bewusst, dass Strategiespiele jetzt nicht gerade unbedingt ja, das beliebteste Genre sind, aber ich mag Strategiespiele einfach. Ich versuche zwar die anderen Let's Plays dadurch nicht zu vernachlässigen, das noch extra zu machen, aber ja, mir würde es halt deutlichen Spaß machen. Ich glaube, ich laufe hier gerade ein bisschen falsch, habe ich das Gefühl. Jetzt werden ja wahrscheinlich. Aua. Oh, da sage ich schon und da kommen sie schon an, ey. Gerade wollte ich sein, da werden jetzt bestimmt gleich wieder so hässliche Viecher kommen. Ja, komm, lauf rein, du Idiot. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich echt glücklich. Wow, Alter. Kommen auch immer so von hinten an, weißt du, die sieht man gar nicht. Die kommen dann irgendwo aus irgendeinem scheiß Loch gekrochen. Ich glaube, in der Stelle war ich das schon mal, wo dann 5 von der Seite kamen. Ah, jetzt sind sie weg. Intrigan, Kiefer, Intrigan, Speichel, Intrigan, Zähne. Damit konnte man doch irgendwas herstellen. Irgendein Schwert oder so, glaube ich. Ach, fuck. Falsche Taste. So. Oh, Mutagen haben wir so bekommen. Mutagen für Konzentration. Was bringt das denn? Hier. Bonus zum Zeichenschaden plus 1. Okay. Ich weiß ja noch nicht so genau, was da jetzt das Beste ist. So, gerade mal kurz gucken, wo wir sind. Okay. Ich denke mal, wir laufen mal hier unten lang. Ich hoffe mal, hier kommen jetzt nicht so viele von den Viechern. Komm her, komm her. Nette Spinnies. Komm. Auf, komm her. Schneller. Ach so, doch nur eine. Okay, das finde ich gut. Okay. Ah, von wegen nur eine. Diese kleinen, die sind ja auch ganz okay, aber diese Krieger-Entryagan-Dinger, die sind übertrieben. Aua. Boah, immer diese Fallen. Die nerven brutal. Schiss, dass hier jetzt wieder welche kommen. Von der Seite, da ist schon eine. Die hat mich schon gesehen. Was ist das für einer? Das ist ein normaler. Oh. Jetzt mal erstmal dick gefailt. Nee, der sieht aber ganz anders aus als die letzten. Lol. Was ist denn das hier? Trollolol. Oh, gut. Da kommt wieder. Dicker. Das Signi-Zeichen finde ich echt ziemlich geil. Das macht relativ viel Schaden und macht auch so eine Art. Ja, kein wirklicher Stun, wenn man es jetzt auf League of Legends bezieht, aber irgendwie können sie dann erstmal nicht mehr angreifen für eine kurze Zeit, wodurch man dann selber seine Kombo wieder durchbringen kann. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Aber was sind das denn hier für komische Statuen? Boah. Boah, ich hab voll Schiss. Dieser Wald, ne? Ich hoffe mal, wir kommen irgendwann auch mal noch in eine normale Gegend. Und nicht nur in so komische Gegenden. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet, ey? Ohne Witz. Och, da vorne sind Freunde. Ihr lernt es wohl nie. Hallo. Och, geil, da kommen. Oh, hier sind es schon wieder viele. Ohne Scheiß. Ihr wollt mich echt verarschen, ihr scheiß Ertrunkenen. Glaube ich mal. Alter, die machen so viel Schaden. Der mich ertrug nur ohne Scheiß. Boah, mein Gott. Oh Leute, da kommt schon wieder einer. Wo kommen die denn alle her, ey? Ohne Scheiß. Kann doch nicht sein, dass hier so viele Menschen in diesem dämlichen See ertrinken. Trunkenen hören. Mehr nichts da nicht. Okay, irgendeine Götterstatue. Gehen wir mal weiter. Da konnte ich doch gerade irgendwas machen. Falle entschärfen. Kann ich hier auch mitnehmen? Falle aufheben. Tatsache. Okay. Immerhin. So. Wie geht's hier denn jetzt lang? Was ist denn das hier jetzt für ein komischer Weg? Ha.
klettern. Sieht aus, als würden wir hier irgendwie ganz nach oben auf den Baum oder was auch immer. Ah ne, hier ist irgendwie ein Schrein anscheinend. Oder was ist das? Tempel? Elfenruinen. Ach so, stimmt ja. Schon mal ganz vergessen. So. Ach, da hinten müssen wir hin. Ist hier sonst noch irgendwas? Statuen? Oh, ich glaube, ich hätte hier noch gar nicht hingemusst, kann das sein? Hehe. Ich bin ja auch schlau. Ach so, ich muss in die Höhlen unter den Ruinen, kann das sein? Ach, ich bin auch intelligent, ey. Okay, wo geht's jetzt runter? Da. Erstmal schön viel unnötiger Weg gelaufen. Ja, kann ich ja weiter über die Spiele sprechen. Und zwar mit, habe ich ja gerade schon gesagt, Europa Universalis. Ja, ist halt vom, ja, sogenannten Grand Strategy Genre, also große Strategiespiele. Ja, das ist halt quasi ein übergreifendes, weltübergreifendes Strategiespiel, in dem man irgendeine Nation spielen kann von 1399, also irgendeine Nation der Welt, die damals existiert hat, von 1399 bis... Au! Wo kommt der denn her? Scheiß Goyatel, wo kommt ihr denn jetzt her? Was soll das denn? Scheiß... Ja, weg! Weißt du, komm so von hinten an mit den Bögen und schießen auf mich. Ach cool, jetzt kommen ja auch noch ein Neckar. Ja, geil. Das kann jetzt lustig werden. Vor allem, weil ich gegen die mit dem Eisenschwert kämpfen muss. Ah cool, aber die kämpfen auch gegeneinander. Das ist gut. Silberschwert, Silberschwert, Silberschwert. So, wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo kommen sie? Sie sind weg. Finde ich gut. Finde ich gut. Auch wenn ich jetzt hier leider die Sachen nicht einsammeln kann. Das ist natürlich öde. Nikas, seid ihr hier noch irgendwo? Ja, natürlich. Graben sie sich schon aus, die kleinen Säcke. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Das ist echt mal eine gute Frage. Lol. Okay, der hat hier irgendwie gerade ein bisschen rumgebuggt, habe ich das Gefühl. Komm raus. Natürlich musst du mich erstmal erwischen. Oh, lol. Okay, da kommen schon mal noch ein paar an. Aber die Necker sind zum Glück nicht so stark. Ach, komm her. Scheiß Necker. Der ist tot. Oh, wo ist der letzte? Ja, auf, komm her. Willst du nicht aus der Erde raus? Doch. Ich wusste es das. Neckar bis 2 von 2. Schön. Oh, da kommen schon wieder neue. Ich habe irgendwie das Gefühl, die spawnen hier die ganze Zeit neu, kann das sein? Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Diese Zeitverschwendung ist der Loot, glaube ich, nicht wert. Ach, in diese Höhlen müssen wir also. Ich glaube, ich behalte lieber mal das Silberschwert. Ich glaube, das sind auch wieder Monsters wahrscheinlich. Schöne Neckar-Freunde. Wo seid ihr? Neckar, Neckar, Neckar. Da, ich wusste es. Ich wusste es doch, dass hier welche sind. Wer soll hier auch sonst in diesen verdammten Höhlen leben, außer die dämlichen Neckars? Oh, da unten kommen aber eine ganze Menge an. Aua! Alle Achtung! So, nehmen wir mal Quen, machen wir uns mal ein geiles Schildchen. Gwen ist echt ziemlich cool, das Schild, aber leider hält es nicht auf ewig. Das wird ziemlich geil. Oder was heißt nicht auf ewig, aber nur ein paar Schläge hält es aus. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her?
Boah, wie viele das sind. Kann echt nur gar nicht sein. Ganz ehrlich mal. Wie viele kommen denn da noch? So, da ist noch. Oh mein Gott, kommen da noch viele. Okay, ich brauche noch ein neues Quen. Und dann brauche ich noch ein neues Irden. Oh scheiße, ich habe keine Energy mehr. Das ist aber öde. Boah, da habe ich erstmal eine dicke Combo reingedrückt. Bam. Nice. Und Jump. Nice. Töte den Neckar. Sehr schön. So, und jetzt gibt endlich wieder Energie, ey. Ohne Scheiß. Ich brauche Energie. So, dann können wir jetzt hier mal schön die ganzen Viecher looten. Gucken, was die alles Schönes dabei haben. Oh, da ist ein Toter. Boah. Der denn hier? In der Neckarhöhle. Bitte schön. So. Oh ne, da kommen schon wieder welche. Boah, krass. Alter, wie viel Loot hier liegt. Von wo kommt hier die ganze Zeit das Gebrüll, meine Freunde? So glänzen denn diese Steine hier so? Alter. Von wo? Hier sind keine mehr. Hier sind keine mehr, keine mehr, keine mehr, keine mehr. Wo gehe ich jetzt lang? Ich gehe mal nach links. Guck mal, was hier so gibt. Oh cool, hier gibt's gar nichts. Spannend. Gut, erstmal die Sackgasse gewählt. Natürlich mit voller Absicht. Mal gucken wir mal, was hier so schönes an Neckern ist. Mehr tote Soldaten, cool. Oh, Handschuhe. Und Orients. Und Aufrüstung. Cool. Das ist echt ganz schön cool. Gucken wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Wahrscheinlich noch mehr Neckar. Nehme ich mal stark an. Ich höre sie doch schon. Da sind sie doch. Krabbeln sie aus ihren Löchern. Komm her. Komm, lauf in meine Falle. Lol, was ist denn das für ein geiles Vieh? Was? Teichenfresser. Okay. Das noch irgendwie. Alter, wie viel Leben das hat. Wenn es an die Wand gedrängt ist, dann kann es nicht viel. Allerdings kommen da noch mehr. Hier ist irgendwo was. Oh, das ist unter mir. Da ist der Schattenbeinwurz. Yay! Hab's geschafft. Kairan Schattenbeinwurz. Stell das Elixier der Manguste her. Okay, aber eigentlich will ich jetzt hier noch weiter die Höhle fertig erkunden. Das würde machen wir auch, denke ich mal. Schön. Okay. Ach, okay. Die Höhle ist hier zu Ende. Gut zu wissen. Ist hier irgendwo noch was? Nee. Ups. Falsche Taste. Nöp. Hier ist gar nichts mehr. Gut, dann gehen wir wieder raus. Ich hoffe mal, die ganzen Viecher sind jetzt nicht schon wieder neu gespawnt. Das wäre jetzt natürlich hammeröde. Wäre jetzt natürlich richtig öde. So. Wo ging es denn jetzt raus? Ich glaube, es war egal, oder? Ja. Für beides. Natürlich sind sie neu gespawnt. Drecksäcke. So, keine Chance. Ich renne jetzt hier einfach durch. Die ganzen Neckeraugen und den ganzen Scheiß brauche ich eh nicht. Glaube ich mal. Ich wüsste jedenfalls nicht wofür. Und wenn ich es brauche, kann ich immer noch mal Jakobs mehr holen. So, raus aus dieser dreckigen, stinkigen, sumpfigen, neckarverseuchten Höhle hier. Das ist echt gar nicht cool. Ach toll, jetzt muss es auch noch regnen, natürlich. Und hier wartet immer noch.